So, ich nochmal. Und zwar, ihr könnt euch doch wahrscheinlich an das Video, ich glaube, das war gestern oder vorgestern, erinnern. Es geht um schnelleres und besseres, also effektiveres Lernen. Weil man muss etwas gegen das Natürliche vergessen tun. Also es verblasst ganz schnell. Das, was wir uns eben noch merken wollten, ist ganz schnell verblasst. Und tja, gut. Das kann man allerdings auch noch ganz anders einsetzen. Und zwar machen wir es mal so. Es ist ein ganz alter Verkäufertrick. Ihr kennt alle das Wort alternativlos. Und ganz perfide ist es, wenn ich das trotz einer angebotenen Alternative darstelle. Also wenn ich praktisch eine Wahl lasse, aber diese Wahl so gestalte, dass der andere letzten Endes dann doch drauf reinfällt und glaubt, es sei alternativlos. Der Trick besteht im Folgenden. Ich sag's jetzt erstmal, also gesprochenes Wort in diesem Fall. Pardon. Also lieber Kunde, Sie können natürlich ein Stück für 5,86 € kaufen oder doch lieber mehr. Ja, Sie kennen das ja mit dem Mengenrabatt. Also das sind dann 3 Stück für nur 19,99 €. So, worin liegt der Trick? Nicht nur an den 5,86 €, dass die sich schlecht umrechnen lassen. Und dass ich doch solche Tricks wie doch lieber einbaue und auch noch auf Mengenrabatt hinweise, obwohl er damit nichts zu tun hat. Also 3 Stück und dann für nur, das Wort nur, 19,99 €, ne? Typischer Verkäuferpreis 19,99 €. Ja, wenn ich das alles in sehr viel Text packe, was kann sich der Kunde nur merken? Ja, normalerweise, je abgestumpfter und verblödeter also jemand ist, umso weniger kann er sich merken. Also merkt er sich nur den letzten Teil und sagt dann, naja, dann nehme ich doch die zweite Variante, es geht einfacher. Da muss ich auch nicht rechnen. Rechnen auch noch im Kopf, das ist hässlich. Gucken wir sonst noch mal schriftlich an. Also selbst schriftlich sieht das hässlich aus. Ein Stück, 5,86 € oder doch lieber 3 Stück, ne, für 19,99 €. Jetzt muss ich ja noch 3 mal 5,86 € ausrechnen und das dann schnell so im Kopf, dann will ich mich dem Verkäufer auch nicht blöd gegenüberstellen. Ach, dann nehme ich doch die einfache Variante, er hat es ja auch so lieb gesagt. Aber wie gesagt, hier sehe ich es noch schriftlich. Schlimmer ist, wenn ich gar nichts sehe und vor lauter Text hier, das habe ich auch absichtlich gemacht, lauter Text hingeschmissen habe und nebenbei den Kunden noch voll quatsche. Was merkt er sich? Immer die letzten Varianten. Was man zum Beispiel in der Diskussion auch nicht machen sollte, das Argument, was man nicht haben möchte, als zweite Variante darstellen. Also, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Finden Sie es besser, eine Welt voller Atommüll, das wird keiner gut finden. Und wenn ich dann danach sage, oder wollen wir doch lieber die Atomkraftwerke abschaffen, dann nimmt jeder die zweite Variante, weil sie es schon alleine besser anhört. Aber wenn ich das umgekehrt sage, finden Sie es besser, einfach alle Atomkraftwerke abzuschaffen und dann noch, oder finden Sie es besser, wenn wir eine Welt voller Atommüll haben? Ja, dann fängt er ganz stark an zu zweifeln, weil das Letzte kann er sich merken und fragt sicherheitshalber nochmal nach, wie war das Erste, um nicht auf die Nase zu fallen. Also der Trick besteht praktisch in der Verwirrung und natürlich auch Schönfärbereien, ne? Lieber oder Mengenrabatt und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall das alles so gestalten, dass der, der etwas von dem anderen will, dass er immer das, was der andere machen soll, lieber zuletzt einbaut. Und das funktioniert, wie gesagt, je ungebildeter, also verblödeter jemand ist, umso leichter, denn der ist mittlerweile denkfaul geworden. Also fallt nicht drauf rein. Diesen alten Trick wollte ich nochmal gesagt haben. Das Inhaltsverzeichnis, das werde ich dann unten verlinken, was das Buch angeht. Das ist also ein bisschen wieder mal Eigenwerbung. Weil es wird uns noch alles einfallen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, immer zu ran. Ich mache gerne noch weitere Vorschläge. Ich verarbeite gerne noch weitere Vorschläge. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Macht was in der Zeit, aber macht's gut. Bis dann. Tschüss.